Das geschah beim letzten Mal. Challenge me. Und so geht es weiter. Focus. 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 Hallöchen, da sind wir wieder. Weiter geht's mit Hellblade. Und sie mag uns immer noch nicht in die Augen gucken. Ja, wir haben letztes Mal hier das ganze Gedöns schon mal zur Hälfte verschwinden lassen am Himmel. Und jetzt geht's weiter und wir müssen noch da die anderen verschwinden lassen. Das kriegen wir jetzt bestimmt aber auch hin. Ich weiß noch nicht ganz genau wie, aber wir kriegen es bestimmt irgendwie hin. Und draußen fährt ein großer Trecker vorbei, nicht irritieren lassen. Hört man den. Egal. So, jetzt ist die Frage, wie komme ich da drüben hin? Der Kopf weist ja sonst über den Weg, aber... Da war letztes Mal noch keine Brücke. Ist da jetzt eine Brücke? Nee. Aber das Ding war letztes Mal nicht da. Der Balken da. Genau, der ist neu. Der war letztes Mal nicht da. Da konnte ich noch nicht rüber. Okay. Wird mal wieder Zeit für einen Kampf, ne? Ist schon eigentlich ein bisschen her. It on her own. The further she saw into the darkness, the more she struggled to see anything at all. And the glow, the smallest hints of shape, sound, or thought, grew in strength until they consumed her whole. Before she knew it, the darkness had her in its claws. Gut, wir haben jetzt so ziemlich alle weg und jetzt muss ich von so gucken. No such thing as victory when it comes to the darkness. It's like it doesn't want to kill her. Yet, it'll gnaw at her, biding its time. Only when she is at her weakest will it strike to kill. Will she find Dillian before her time comes? So, auf in den Kampf oder was? Soll man eigentlich gegen eine Illusion kämpfen? Das ist mir noch nicht so ganz klar. Na, noch eine Tür. Und das sieht schon wieder. Ja, das sieht nach Kämpfen aus hier. Großer freier Platz, das sieht nach Kämpfen aus. Keeping. I know you can do it, Sinua. You have the sight.
We both see the darkness. We can fight it together. Hier darf ich nicht lang, also muss ich erstmal hier durch das Ding da gucken. Und da komme ich wie hin? Da drüber, okay. Hops. Okay, irgendwie habe ich das Gefühl, dass gleich wieder so heftige Schildtypen kommen, die auf mich einprügeln wollen. Ist er jetzt frei oder nicht? Ich weiß es gerade nicht. Ich sehe es nicht richtig. Speak to me, Drew. Tell me a story. Senua, listen. I will tell you the tale of a man called Finden. The Northmen captured Finden's sister, and his father sent him to pay for her release. But they took his gold, put him in chains, and held him for a day and a night without food or water. Then they released him. I don't know why. Upon his return, his father's enemies in Erin set fire to his home. His father burnt to death, and his brother was killed. But he escaped with sorrow in his heart. His father's enemies offered redress for his loss and invited him to a feast. It was at a hall near the sea. But when he went there, they betrayed him to the Northmen, who enslaved him and took him to hell. 6 years later, his slave masters landed on the shores of Orkney, burning all before them. And into that fire, Finden made his escape. What was Finden burnt away that day? But from the flames, a new man stepped forward, and Druth was born. Druth, the man that I am now. And though Finden never set eyes on his dear sister again, I, Druth, have found you, Senua. I wish you could have seen my home before these dark times. The gate is open. Wait, open. It's darkness. I know it from the wilds. It's coming back for me.
remember. It didn't end well in the wilds. It never does. You think you can overcome the darkness, make sense of it, and once relief settles in, strikes out of nowhere, throwing you helplessly back into the maelstrom, drowning the mind in fear, deeper, deeper, dragging you down so far into the void that maybe this time there is no coming back. But there, in the darkness, Senua. And she remembered what he told her. Hear me. Reach out to me. Senua. Take my iron mirror. Look into it. For it is a window into the underworld. Within, you will see the face of the darkness that you fear. And if you focus, like I have taught you to, you will also see that as much as the darkness has you trapped within its veil, it too is trapped within yours. Focus! 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 I see. Oha! Entschuldigung, dass eben kein Ton war. Alter! Stop them. Nee. So, langsam habe ich den Dreh raus. Sprachlich und krieg wahrscheinlich gleich komm auf die Fresse oder so. Alter, jetzt reiß ich aber gleich mal fort. Na, noch eine Runde mit den anderen. Toll. Die kriegen natürlich gleich den ersten Schlag, ne? Der Fokus macht mich glücklich. So.
Ich mach dich kaputt. Valravan, one of the keys to the gate to Helheim. Hold it in your mind's eye. With every battle, the darkness grows stronger. Every victory, bringing her closer to defeat. Unfair, isn't it? In those dark winter nights in the wilds, there were times when she considered letting go. If it weren't for Druth, a chance encounter in the wilds, she would not have heard his stories of the Northmen. And she would not have this chance to find Dillian's soul. I'm coming. Das ist wohl. Haben wir das auch geschafft. Und mal kicken, wo uns das Tor hinführt. Wa? Hoffentlich wieder direkt an den Aus. Ja, ach so, ja, hier das Tor, alles klar. Das, was wir nicht aufgekriegt haben. Komm. Sehr gut. Nicht so ein langer Weg zurück. When she was younger, she would lay in the grass and stare at the plants. And there she saw them. Elusive. Shifting faces. After a while, she could see the faces everywhere. In the trees, the mountains, caves. Entschuldigung, ich habe die Treppe eben nicht gesehen. Oh ja, puh. Kampf zu Ende und so weiter. Lalalit. So, jetzt dürften wir durch die Tür durch, ne? Theoretisch. Wahrscheinlich kommt gleich wieder Hecke Massaker, neue Gegner da unten. Ach, das mit den Laufwegen, das hätten sie vielleicht noch etwas anders designen können. Vielleicht hätte der Platz auch einfach nicht gereicht. Das ist ein bisschen lang zurückzulaufen, finde ich. Ansonsten ist es ja schön. Landschaftsgestaltung ist ja... Also der Gärtner sollte gefeuert werden, aber grundsätzlich ist es schön. Ich wollte gerade sagen, steht was drauf? Nein. So. Kommt die Dunkelheit zurück, oder... Cross the bridge over the River of Knives to Helheim. Hatten wir schon. Okay. Ja, nur guck das nicht an, guck da an. Ja, gut, wunderbar. The world of the dead is ruled by the giantess, Hela, daughter of Loki.
The gods feared her bloodline, bad on her mother's side, and yet much worse on her father's. So, as a child, the Allfather cast her down into Helheim and gave her power over those who die of sickness, age, hardship, and self-slaughter. In all of the nine worlds, only Hela can resurrect the dead. To Hela, your Dillion was sacrificed, and with her you must bargain. Okay, dann versuchen wir halt mit ihm Handel zu schließen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss, bis zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen da, Kommentar da und so weiter. Ihr kennt das. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.